Heute zeige ich euch ein großes Haul. Ich war ja heute unterwegs gewesen, bin extra in die nächstgrößere Stadt gefahren, um ein bisschen was einzukaufen. Unter anderem war ich im DM, im Rossmann, Kolosseum, Müller und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich alles so eingekauft habe. Als allererstes war ich in DM gewesen und zwar hat ein neuer DM aufgemacht und da gab es jetzt das ganze Wochenende lang 10% Rabatt. Das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und bin natürlich erstmal in dieses DM gefahren. Es ist ein sehr schönes DM. Richtig schön groß und geräumig. Fand ich richtig toll. Super nette Verkäuferin. Habe auch ordentlich eingekauft. Und fange jetzt einfach mal an, euch zu zeigen, was da alles so drin ist. Zum ersten meine Reinigungstücher. Ich benutze eigentlich immer die von Balea. Früher habe ich die von Florena genommen. Irgendwann mochte ich dann einfach diesen Geruch nicht. Und diese finde ich richtig, richtig toll. Die riechen nach Grapefruit. Das ist sowohl im Winter als auch im Sommer super frischend. Mega toller Geruch. 25 Stück, 1,25 € unschlagbarer Preis. Zum anderen habe ich mir ein kleines Backup gekauft von meinem mittlerweile heißgeliebten Rexona. Wenn ihr es noch nicht habt, bitte kauft es euch. Es ist mega, mega gut. Ich habe schon meine Freundinnen damit angesteckt. Die wollten mir das erst nicht so richtig glauben. Und es ist nicht ganz billig. Also 4,25 € für ein Deo, was ungefähr 50 Anwendungen reichen soll, was ja so Pi mal Daumen ist. Ist schon teuer, aber es ist wirklich mega. Es ist mega. Du kannst machen, was du willst. Du riechst abends immer noch genauso frisch wie am Morgen. Wirklich der Wahnsinn. Also kauft es euch. Es gibt es in drei verschiedenen Gerüchen. Also dieses blaue hier, das riecht so wie Cremeart. Dann gibt es noch ein rotes, das ist mehr floral. Und dann gibt es noch ein lilanes, das, nach was riecht das? Komisch zu beschreiben. War jedenfalls auch nicht so meins, aber ich mag nichts Blumiges unbedingt. Das hier ist mein absoluter Favorit. Wie gesagt, 4,25 €. Es gab 10% Rabatt, also immerhin 40 Cent weniger. Kann man nicht meckern. Musste ich mitnehmen. Dann habe ich für eine gute Freundin von mir diesen Evelyn Foundation Pinsel gekauft. Sie hat ihn in mein Make-up Routine Video gesehen. Diesen benutze ich ja jeden Tag für mein Make-up, für meine Foundations, für meine BB Creams, alles. Diesen habe ich für sie extra gekauft. Den werde ich ihr schicken. Ja, Steffi, der ist für dich. Den schicke ich dir nach Kanada. Und noch ein paar andere tolle Sachen. Ja. Dann, ich musste es einfach mitnehmen. Das wird ja auch schon auf Instagram und Facebook und YouTube und überall total gehypt. Aber ich kann euch nur sagen, es ist auch wirklich mega gut. Das riecht wirklich nach frisch gepressten Zitronen. Das ist einfach wirklich der Wahnsinn. Es riecht wirklich wie frisch gepresste Limonade. Und es hat gekostet. Wie steht denn das? Ach hier, 3,95 €. Also auch 40 Cent immerhin Rabatt. Schminkhilfen mitgenommen mit Cooling-Effekt. Also die soll man ja mehrmals verwenden können. Bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Die haben gekostet 1,95 €. Ist vollkommen okay. Also es sind die Dinger, die man sich hier unter die Augen kleben kann. Ne? Dann habe ich mir mal wieder meinen Wimpernkleber gekauft. Den kaufe ich mir alle 2, 3 Monate mal neu. Ich habe zwar noch meinen, aber der sieht dann nach einer Weile einfach nicht mehr schön aus. Irgendwann kriegt man dann den Deckel nicht mehr richtig zu, weil hier alles voller Kleber ist. Das ist bei Fingers aber nach einer gewissen Zeit normal, weil der Kleber dann immer mit hochkommt. Hier ist noch ein ganz klein wenig drin, ungefähr so viel ist noch drin. Aber wie gesagt, nach einer gewissen Zeit sieht dann auch einfach der Pinsel total hässlich aus. Und deswegen habe ich mir ein neues gekauft. Der kostet 2,95 €. Dann habe ich was ganz Tolles bei Instagram gesehen. Das hat eine Instagrammerin halt empfohlen. Ihr Bruder benutzt das immer gegen unreine Haut. Und das ist ja nicht nur gegen unreine Haut, also es ist von Bullrichs Heilerde, die ist schon fertig. Also es gibt auch von Bullrich Pulver, also Heilerde Pulver und das muss man sich dann selber anrühren. Aber in dieser Tube ist das schon halt komplett fertig. Und es ist sogar gegen Muskel- und Gelenkbeschwerden, Akne und fettige Haut. Ich werde es sehr, sehr gern ausprobieren. Entschuldigung. Ich werde es sehr, sehr gern ausprobieren und euch auch davon berichten. Ich habe ja hier immer ganz schlimm mit meiner fettigen Haut Probleme. Und ein klein wenig hier. Aber hier, also hier so die Zone ist ganz schlimm bei mir. Und ich versuche das damit wegzukriegen. Und ich habe halt hier unten immer ganz viel Probleme mit unreiner Haut. Und mal schauen, ob das was bringt. Das hat gekostet 3,95 €. Ich sehe gerade, ich habe noch ganz viele Goodies in meinem Beutel. Sehr schöne Freude. Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Das sehe ich jetzt ja erst gerade. Sehr toll. Zeige ich euch dann am Schluss.
Also dann habe ich mir wieder mal mitgenommen von Ebelin, den Nagellackentferner mit diesem Schwamm drin, wo man dann wirklich den Finger bloß so reinstecken muss. 1,95 €. Dann habe ich mir, dadurch, dass es ja 10% gab in dem DM, wie gesagt, und ich diese Farbe liebe, liebe, liebe und sie schon nach Ewigkeiten haben möchte, dachte ich mir, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Immerhin sparst du 80 Cent dabei. Ich habe mir von Essie Bahama Mama endlich mal mitgenommen. Die Farbe ist mega schön. Ich zeige euch im Anschluss noch Swatches. Die mache ich dann aber morgen bei Tageslicht und deswegen kommen die erst am Ende vom Video. Also, wenn ihr einen Swatch sehen wollt, dann bleibt dran bis zum Schluss. Also, der durfte mit. 7,95 € Essilack. Dann habe ich mir von den neuen T2 Lacken, konnte ich natürlich auch nicht dran vorbeigehen, diese drei Schätzchen mitgenommen. Das ist zum einen ein neuer Sandlack in einem wunderschönen Blau. Diesen gab es in hellblau und in einem etwas dunkleren Blau. Ich habe mich jetzt für das etwas dunklere entschieden. Das ist die Nummer 120 Dreamy. Und wie gesagt, wenn ihr Swatches sehen wollt, dann wartet bis zum Ende des Videos. Aus der Satin Supreme habe ich mir dieses wunderschöne Hellblau mitgenommen. Das ist die Farbe 080 Lofty Style. Und nochmal einen anderen Sandlack in so einem wunderschönen Lachs, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist die 130 Joyful. Und wo ich überhaupt nicht vorbeigehen konnte, waren natürlich diese wunderschönen Secret Gloss Lipsticks. Ich habe mir einmal die Farbe Secret Affair mitgenommen. Das ist jetzt diese Farbe, Secret Affair. Ist ein wunderschön cremiges Rosé. Ist nicht zu aufdringlich. Und dann zum anderen habe ich mir die Farbe 060 Secret Lover mitgenommen. Das ist jetzt der untere, also ein wenig stärker als Secret Affair. Hat einen Ticken mehr Rotanteil drin. Beides wunderschöne Farben. Es gab sie noch in einem ziemlichen Nude-Ton, aber da habe ich ja meinen schon von Revlon in so einem schönen Nude. Und deswegen durfte diese Rosé-Rosa-Töne mit. Die Lacke sind, also die Secret Glosse sind 2,95 € und die Sandstyle-Lacke sind 1,95 €. Das waren jetzt die beiden. Und der Satin Supreme ist 2,45 €, also ist ein bisschen teurer. Dann habe ich mir noch von P2 mitgenommen. Von dem habe ich auch schon ganz viel bei Instagram gehört. Das ist ein Multi-Blush Cheeks and Lips Color. Also ist auch gleichzeitig zum Konturen ziehen. Also das ist, wie ich euch das jetzt mal hier so zeige. Also es hat drei Farben. Diese äußere Farbe hier wäre jetzt zum Konturen ziehen. In der Mitte ist dann das Blush und hier außen ist der Highlighter. Und den gibt man sich sozusagen so auf die Wangen hoch. Dann hat man oben den Highlighter, in der Mitte den Blush und unten die Kontur. Also so wie man sich es normalerweise in drei verschiedenen Schritten mit einem Pinsel ziehen würde, hat man hier halt alles in ein Stick gepackt. Ist total praktisch für den Urlaub, finde ich. Ich fliege ja übrigens bald in. Wartet, ich muss gerade mal gucken. Ich fliege in 73 Tage in Urlaub. Oh, ich freue mich schon so sehr darauf. Und das ist echt ein Produkt, was ich mir vorstellen kann, was ich sehr gerne mitnehmen werde, weil es halt 3 in 1 ist. Und der hat gekostet 5,95 €. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, was die lieben netten DM-Damen mir da so noch in die Tüte gepackt haben. Das habe ich echt vorher gar nicht gesehen, dass die da noch so Goodies reingesteckt haben. Finde ich auch voll genial. Also hier ist einmal so ein Tütchen. Hier sind von Ricola Bonbons. Ich reiße das jetzt einfach mal auf. Also hier haben wir von Ricola Bonbons drin. Dann haben wir von L'Oréal Revital Lift Creme. Und, oh, das hört sich interessant an. Von Lavera Apfelshampoo. Das hört sich interessant an. Sehr schön, Mensch. Da freue ich mich ja richtig darüber.
Ach, und hier sind auch noch zwei Proben drin. Von Veleda, Sanddorn, Pflegelotion und eine Sanddorn-Cremedusche. DM, ich bin begeistert. Und dann ist noch von Alverde das Magazin mit dabei. Taschentücher in einem lustigen Leo-Look. Eine Cremedusche, Milch und Honig von Balea. Und, was ist das? Was versteckt sich hier? Ah, eine kleine Zahnpasta. Sehr schön, das hebe ich mir sehr gerne schon für meinen Urlaub auf. Toll, DM. Ich freue mich sehr darüber. Mit solchen kleinen Sachen kann man mein Herz im Sturm erobern, DM. Ich liebe euch. So, weiter geht's. Danach war ich im Kolosseum gewesen. Das ist ja, Kolosseum ähnelt den Laden Forever 18. Also da gibt es eigentlich fast die gleichen Sachen. Und ich habe mir nochmal so einen Top geholt, was so eine richtig schöne breite Spitze unten hat. Es hat oben diese Träger, also es ist so ein Hemd-Look. Es ist ein richtig schönes hellblau-türkis. Ich habe es günstiger gekriegt für 7 Euro, weil ich es an der Seite wieder zusammennehmen muss. Also hier ist die Naht aufgegangen. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Also ihr seht das hier. Ist die Naht aufgegangen und ich nehme mir das einfach ganz schnell wieder zusammen. Und habe sogar noch an der Kasse eine iPhone-Hülle dazu gekriegt. Ich habe leider kein iPhone, also das werde ich definitiv verschenken oder verlosen. Danach war ich im anderen DM, in den ich eigentlich immer gehe. Und da habe ich jetzt auch noch ein paar Kleinigkeiten mitgenommen. Das meiste habe ich ja an dem anderen DM schon gekauft. Wie gesagt, da gab es 10% Rabatt. Aber in meinem eigentlichen DM, in dem ich immer reingehe, hatten sie auch schon die neue Essence LE Cookies and Cream. Und da habe ich mir auch ein paar Sachen mitgenommen. Zum einen habe ich mir von Cookies and Cream den Jumbo Eye Pencil mitgenommen. Der sieht so aus. Es ist ein richtig schönes Braun, aber nicht zu braun. Und das ist die Farbe. Ich gucke gerade mal, ob ich das hier irgendwo lesen kann. Ach hier, 01 Last Night, a Cookie Saved My Life. Also es ist ein richtig schönes Braun. Und es lässt sich auch super verblenden. Ich habe mir gerade diesen ausgesucht, weil ja in meiner Naked-Palette, in meiner Naked 3, sind auch so schöne Brauntöne und damit kann man das wunderbar kombinieren. Außerdem mitgenommen aus der Cookies and Cream LA habe ich mir diese Nagellack. Da ist ganz süß, da gibt es noch zusätzlich diese Sticker mit dazu an jeden Lack. Das ist ein Cookie, ein Muffin, Herzchen, ein Macaron und ein Cappuccino. Die Farbe ist 02 Yummy Yummy. Ist auch ein richtig schönes Braun mit so leichten Silberunterton. Also am Ende des Videos kommt ein Swatch dazu. Dann aus der Cookies and Cream LE habe ich mir noch diesen wunderschönen Blush mitgenommen. Ihr wisst, ich habe eine Blush-Schwäche. Von P2 hatten sie auch schon die neue LE. Ich könnte mich jetzt schwarz ärgern, dass ich mir aus der nichts mitgenommen habe. Ich dachte mir so, oh, ich will doch aber auch noch zu Müller und dann Rossmann und dann habe ich es nicht gemacht und jetzt ärgere ich mich. Das ist dieser Ton hier. Also hier unten habe ich es euch mal geswatcht. So sieht er aus. Sieht wunderschön aus. Und das ist Cake Pop That's Top. Richtig tolle Farbe. Freue ich mich schon mit dem zu schminken. So, was hat das alles gekostet? Ja, also der Eye Pencil hat 1,95 € gekostet. Der Nagellack auch 1 Euro. Ach, das war falsche. Den wollte ich doch gar nicht zeigen. Wo habe ich jetzt den anderen hier? 1,95 € aus Cookies and Cream LA und der Blush 2,95 €. Dann habe ich mir noch von Catrice aus der Lacquer LE Serie, was auch immer das ist, ich weiß nicht so genau, habe ich mir Million Brilliance in der Farbe 1004 The Big Bang Theory mitgenommen. Cooler Titel, habe ich gar nicht drauf geguckt. Für Swatches, wie gesagt, am Ende des Videos. Ich habe für diesen hier 3,45 € gekauft und ich könnte mich schwarz ärgern und ihr werdet gleich wissen, warum. Die Farbe finde ich mega toll, aber ich könnte mich schwarz ärgern. Na gut, nichtsdestotrotz, weiter geht's. Also das war aus dem zweiten DM meine Ausbeute. Dann bin ich, wie gesagt, noch zu Rossmann gegangen und werde euch jetzt, Entschuldigung, ihr werdet jetzt gleich erfahren, warum ich mich schwarz ärgern könnte. Denn in dem Rossmann, was vielleicht gerade mal 500
500 Meter entfernt ist zu DM, gab es von der Lacquer-Serie die ganzen Lacke um die Hälfte reduziert. Ich habe mich richtig geärgert. Ich habe mich richtig, richtig geärgert. Aber gut. Die zwei Schätze durften noch mit. Einmal habe ich ein Holomania mitgenommen in der Farbe 1004 Plum Me Up Scotty. Sehr geiler Titel. Und einmal von der Sand Session 1003 Sandhopper. Also einmal ist das so ein richtig schönes Grün und das ist so silber-lila. Wie gesagt, ich swatch euch zum Ende des Videos nochmal alles. Ach, ich könnte mich immer noch schwarz ärgern. Gut. Dann gab es natürlich auch von Rivel Young die neue LA und da habe ich mir diese drei Schätzchen mitgenommen. Ihn gab es ja auch noch in Weiß. Weiß fand ich jetzt nicht so besonders. Ich habe mir jetzt nur die drei hier mitgenommen und bin total froh. Die sehen total niedlich aus. Richtig schöne Frühlingsfarben mit total viel Glitzer und Klimbim drin und sehr geil. Hat einer gekostet. Ich gucke gerade mal. Also wie gesagt, die Catrice haben ja nur 1,75 € wie gesagt gekostet und von Rivel Young 1,69 € jeweils. So, und last but not least bin ich zu Müller gegangen in der Hoffnung, sie haben endlich die 3 Meter Essence Theke. Ich habe extra Geld aufgehoben, dass ich dort zuschlagen kann ohne Ende und dann komme ich in den Müller rein und nichts. Immer noch die komplett alte Theke. Sogar noch teilweise komplett altes Sortiment, also noch nicht mal wirklich alles neu. Und da war ich gleich noch deprimierter als schon im Rossmann mit den Lacken. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte schon gerade rausgehen, als ich dann dachte, ach, Pobi, geh noch mal zum Schmuck um die Ecke gucken und tata, was habe ich da nicht Geiles gefunden? Diese wunderbaren Ohrringe, Bamboo Hoops heißen solche Ohrringe. Ich hatte schon mal solche gehabt, aber viel, viel größer. Ich habe damals richtige Klopper, sag ich jetzt mal, getragen. Im Moment mag ich es eher schlicht. Ich trage ganz viel so Steckerleinen oder halt, ja, in der Größe finde ich schon ganz geil. Und diese eckigen, also meistens sind es ja, also ich habe Herzen davon, ich habe so einen runden, großen, kleinen, drin steht Love, drin steht Kiss, alles Mögliche habe ich von den Dingern. Und diese hatte ich auch, wie gesagt, schon in ganz groß. Die habe ich dann meiner Freundin geschenkt, weil sie mir einfach viel zu groß war. Bei mir haben die richtig an der Schulter immer angeschlagen, wenn ich meinen Kopf immer bewegt habe. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber das ist eine richtig tolle Größe und ist jetzt auch nicht zu lang. Also ist schön kinnlang und für Party total super. Ich liebe ja Goldschmuck. Der Schmuck ist von IM und hat jetzt 4,95 € gekostet. Wenigstens ein kleiner Trost aus Müller. Ja. Ja. Das war mein Haul. Wie gesagt, jetzt im Anschluss blende ich euch noch die ganzen Swatches ein von den ganzen Lacken, damit ihr auch mal einen richtig schönen Eindruck davon bekommt, wie es halt auch auf den Nägeln aussieht. Und ansonsten danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, eure Popi. Ciao.